Ja? Oh Mann, ich habe ja gesagt, wir machen noch ein Chupa-Chups-Video und das ist es jetzt. Und zwar ist es ein Work With Me, was ja viele von euch auch mögen. Und wir machen ein Chupa-Chups-Kleid, inspiriert von diesem Lutscher. Er ist nämlich Kirschflavor mit Kaugummi drin, also Dinge, die ich mag, Kirschen und Kaugummis. Und deswegen, das ist der Entwurf, wie immer höchst professionell gezeichnet. Hier unten werden wir das Chupa-Chups-Logo draufplotten und ja, dann geht's mal los. Ich mache jetzt als erstes mein Rockteil und es gibt ja Leute, die schneiden das einfach zu. Aber bei Stoffen, die eine Leinwandbindung haben, also so und so, da kann man das einfach reißen. Da braucht man das nicht abschneiden und abmessen und tralala, da kann man hier einfach so einen Schnitt machen. Zack. Und dann gibt es ein sehr schönes Geräusch. Und dann hat man innerhalb von 20 Sekunden eine ganze Rockbahn fertig. Das ist jetzt mein Rückenteil und ich werde da hinten Shirring machen. Heißt, wir nehmen Gummizug, nähen den da drauf und ziehen den dabei und dadurch rafft sich das Ganze zusammen. Das werdet ihr gleich nochmal an der Maschine sehen. Und ich zeichne jetzt aber erstmal an, wo das Ganze überhaupt hin soll. Ich habe gerne so einen Automaten, wo man einfach so einen Stoffknäuel reinschmeißt und dann ist da so ein kleiner Kobold drin und der packt es dann so ganz ordentlich zusammen. Egal wie viel Meter ich reinwerfe, auch wenn es 20 sind. Kann das bitte jemand bauen? Ist jemand von euch Ingenieur? Das ist jetzt meine Bahn für unten, die an das Rockteil kommt. Und ich habe die eine schon zugeschnitten, jetzt mache ich noch schnell die andere. Und die werden wir gleich erstmal bedrucken, damit wir ordentlich weiternähen können. Zugeschnitten ist alles, dann gehen wir jetzt mal das Chupa Chups Logo drucken. Kleiner Fun Fact für alle, die es nicht wussten, das Logo sieht so geil aus, weil das nämlich von Dali designt wurde, den ich persönlich hier super cool finde. Und ich habe mich immer gefragt, man, das ist echt ein fancy Logo für einen Lutscher. Und als ich dann bei Wikipedia so ein bisschen geguckt habe, um was es überhaupt geht, dachte ich so, wow, Dali, Mann, den hätte ich auch gerne gehabt, um mein Logo zu designen. Lasst euch nicht von dem Geräusch da hinten stören, das ist der Plotter, der da Sachen ausschneidet, aber in der Zeit können wir schon mal weiternähen. Und zwar habe ich hier dieses Gummiband und ich ziehe das jetzt einfach so und nähe aber trotzdem weiter. Und ihr seht, es zieht sich dann wieder zusammen und dann hat man ein sogenanntes Shirring. Ich habe übrigens sehr gelacht über eure Lutscher-Flavors. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass sehr viele Leute einen Schokoladenlutscher wollten und auch ein paar seltsame Dinge, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte, die vielleicht auch mit Schokolade, also zumindest sehen sie auch, egal. Das hier ist jetzt meine Bordüre, da habe ich schon diese runden Sachen hier genäht und ihr wisst, bei runden Sachen nähen, einfach auf den Steppfuß heben, ist es nervig, aber umso schöner werden die Rundungen. Und wenn man hier so kleine Eckchen hat, dann schneidet man am besten ein, dann bügelt man das Ganze auseinander und dann kann man das verstürzen, also umdrehen. Dann wird das nämlich hübsch und nicht so seltsam. Tada, gruselige Zahnarzthaken, heißt, es ist Entgitterzeit und wir entgittern mal dieses Chupa Chups Logo. Ich habe jetzt dieses Grün hier genommen, weil ich ein bisschen was Buntes, Fröhliches machen wollte. Deswegen auch dieses krasse Pink, weil Süßigkeiten, finde ich, sollten immer bunt sein. Und das Chupa Chups Logo ist ja eigentlich mehrfarbig, aber ich habe das jetzt mal komplett in Grün gemacht. Schauen wir mal, wie das aussieht. Wir stellen ab jetzt auch Entgitterungssklaven ein. Die können hier den ganzen Tag chillen, wenn sie dabei entgittern. Sie kriegen sogar Tee und Kekse. Aber sie müssen leise sein, weil sie sonst wie Sklaven ausgepeitscht werden. Logo ist entgittert und drauf. Wir pressen. Sind drauf, dann können wir jetzt die Rockteile aneinander setzen und rüchen.
Teil. Das sind jetzt unsere Ärmel. Hier unten ist schon der Gummi drin. Ich ziehe jetzt hier oben noch den Gummi ein und dann können die auch schon angenäht werden. Nicht gerade das Rockteil hier dran. Ich habe das gerüscht, nicht in Falten gelegt. Fand ich irgendwie ein bisschen schöner, weil es dann so ein bisschen mehr rund ist. Wie so ein Lutscher halt. Und wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir gleich die Ärmelchen dran und dann sind wir auch schon fast fertig. Ja, das ist jetzt das fertige Kleid. Ihr seht, der Kirschenstoff, der Print, ich habe hier noch so eine verspielte Bordüre dran gemacht und die Schleife. Und ja, es ist sehr unkonventionell, weil es so super neon ist. Aber ich dachte, ey, wir machen mal ein bisschen was, was knallt, ist auch mal ein bisschen spaßig. Und ja, das ist es jetzt geworden. Falls ihr euch inspiriert fühlt, dann könnt ihr auch gerne ein Lutscherkleid malen und mir auf Instagram schicken. Ich finde es immer cool, wenn ihr Sachen macht und mir schickt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht zu abonnieren, denn jedes Einhorn bekommt seine Flügel dadurch. Tschüss!